Mitglied hat heute wegen einer Mieterhöhung bei uns angefragt, soweit nichts Ungewöhnliches. Allerdings gab es hier die Besonderheit, dass der Mieter bei Einzug das Bad komplett neu ausgestattet hatte, auf seine Kosten und auch erlaubterweise. Und dann stellt sich die Frage, welcher Zustand ist Anknüpfungspunkt für die Mieterhöhung, also für die Vergleichswohnung. Es geht hier also nicht um eine Mieterhöhung nach Modernisierung durch den Vermieter, sondern ganz normal wegen Anpassung an die ortsübliche Vergleichsmiete, in der Regel also mit Mietspiegel oder durch Benennung von drei Vergleichswohnungen. Und der Bundesgerichtshof hat 2010 dazu bereits entschieden, dass Anknüpfungszustand der alte Zustand ist, bevor der Mieter die Verbesserung vorgenommen hat. Ganz einfach deshalb, weil der Mieter sonst doppelt belastet würde, nämlich einmal mit den Kosten für die damalige Modernisierung und dann für die höhere Einordnung in den Mietspiegel oder anderen höherwertigen Vergleichswohnungen. Das bedeutet konkret für den Vermieter, dass wenn er zum Beispiel einen Mietspiegel benutzt, die Wohnung dann so einordnen muss in die dortigen Tabellen, als wäre noch der Zustand vorhanden, bevor der Mieter seine Wohnwertverbesserung vorgenommen hätte.